Leute, willkommen zurück hier in Pokémon Soul Silver, wollte ich sagen. Pokémon Platin Randomizer Tag Log. Und wir haben letztes Mal im ersten Part hier dieses Abenteuer begonnen und sind weiterhin hier am Anfang und müssen noch ein bisschen Tutorial-Zeugs ausbringen und dann kann es losgehen. Naja. Boah, bist du langsam. Klaus, weiter. Ei, was? Ei und Professor Ei, weißt du, ich habe eine blendende Idee. So blendet wie mein Aussehen. Du kennst doch die See. Die hohe See, weißt du, wo wir gespielt haben und so. Wusstest du, dass ein legendäres Pokémon dort ist? Weißt du was? Mit unseren neuen Pokémon werden wir dieses Pokémon fangen. Du und ich. Zusammen kann uns niemand was anhaben. Okay, sagst du jetzt eigentlich etwas, ja. Der Kampf, war das nicht unglaublich spaßig? Ich wähle die Attacke. Mein Pokémon führt sie aus. Boah, das ist doch geil. Okay, dann rennen wir dort. Es fällt mir jetzt gerade irgendwie auf, wie doof die Animation vom Rivalen hier ausschaut, wenn er rennt. Und wenn er normal geht, ja, halbwegs normal. Ein bisschen steif wirkt er, ne? So wie ein Roboter. Und wenn er dann rennt, schaut irgendwie doof aus. Naja, Söderle, da sind die hohe See und war. Wir sind fast beim See, weißt du? Nee, ich bin dumm. Mach dich bereit, denn nun fangen wir ein legendäres Pokémon, weißt du? Vertrau mir einfach. Wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es auch. So, das steht da auf dem Schild, weißt du? Okay, dann gehen wir rein. Was geht hier vor sich? Oh, du bist auch hier. Eieiei, Muchachos, nein. Der Fluss der Zeit, der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name, merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Hast du das gesehen? Der führt Selbstgespräche. Lasst mich durch. Trete zur Seite. Voll der Loser. Was sollte das eigentlich? Was ist das für ein komischer Kerl? Na gut, Klaus. Schnappen wir unser Leben. Wir haben Pokémon. What? Hast du das gehört? Wow, Klaus, das war der Schrei des legendären Pokémon. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Wir fangen es! Warte mal. Wir haben überhaupt nichts dabei. Ups. Wir können es also nicht einfangen. Uns fehlen Pokébälle. Wir brauchen Bälle. Du weißt schon, diese Dinge zum Einfangen. Ohne die können wir keine Pokémon einfangen und mit uns herumtragen. Professor Eiber zu... Was zu? Uns welche gibt, wenn wir ihn ganz nett fragen? Du weißt doch noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir also einfach mal zu ihm und dann geht's weiter. Dann fangen wir uns an, legendäre Pokémon. Hallo, legendäres Pokémon. Klaus, komm schon. Wir rennen um die Wette, ne? Wer zuerst den Professor, dann Professor. Was? Speed. Okay. So. Ich habe auch schon wieder vergessen, welche random Pokémon hier sind. Im wilden Gras. Habe ich natürlich auch testen müssen. Und? Das wäre interessant. Ein Negankader ist immer wieder interessant, ne? Ach ja, und ein Roserade. Können wir jetzt eigentlich auch mal näher anschauen? Ah, meine Stimme tut dann irgendwie weh. So, nein, Lalwewe. So. Dann schauen wir unser Roserade an. Noctuf. Ah, das kann auch hilfreich sein, ne? Vielleicht im hohen Graus, ne? Naja, unser Klaus. Nein, Klaus sind wir. Was? Wir sind Klaus, oder? Ich muss mich an die Namen gewöhnen. Kauzig und isst einfach alles. Und ist ein Dickkopf. Okay. Panzerhaut. Ach ja, ich glaube, oder? Wert Volltreffer ab. Ich glaube, die Fähigkeiten sind auch random, ne? Ich habe wieder voll vergessen, was alles random ist. Naja. Hallo, Tuta.
Lass die Gewürmtheit deines Pokémon. Achso, du bist ein Tutorial-Frau gedöhnt. Und du gibst uns einen Trank, glaube ich. Togepi? Togepi war aber nicht da. Vielleicht. Ich glaube, ich habe das auch so eingestellt. Voll informiert über das eigene Projekt, was er selbst gemacht hat, so gesehen, ne? Hi, ich arbeite im Pokémarkt. Weißt du was? KP und so sind voll toll und wichtig. Und deswegen gebe ich dir einen Trank, damit du das aufheilen kannst. Kauf bei uns ein. Warum sind hier irgendwie alle als Werbeagentur-Leute? Ich kann nicht reden. Mir fällt das Wort einfach nicht ein. Unterwegs! Oh mein Gott, nicht unterwegs! Das ist so ein hochintellektuelles Wort. Dieser Vorsprung! Da kannst du runterspringen! Soll ich dich runterstupfen, sie sich köten? Köten sogar, nicht töten. Oh mein Gott, das bist du hässlich. Bist du hässlicher geworden in den letzten Minuten? Da bist du ja. Na komm einfach mal mit. Professor wartet auf dich. Okay. Da ist es. Das ist Pokémon Professor Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür, weil so geht man in Häuser, falls du das noch nicht weißt, ne? Bums. Was ist denn los? Du bist es, Klaus. Dieser alte Mann, das ist voll unheimlich, weißt du? Voll neben den Schuhen. Der hat mir die Schuhe ausgezogen. So unnett ist der. Ach, was soll's, Klaus? Vom Acker bin ich dann. Bis dann. Was war denn das für ein Spasti? Du hast wirklich einen ungeduldigen Freund. Naja, du bist eigentlich auch ein Spasti, also ist der passt zu dir. Nun, bitte mal rein. Geh mir einfach rein. Ja. Warum redest du? Keine Ahnung. Hey, Professor, da ist dieser Schlappschwanz. Na, wen haben wir denn da? Du bist Klaus, nicht wahr? Das reimt sich. Schauen wir uns doch einfach mal dein Pokémon an. Ja. Was ist das? Das ist ein Pokémon. Dein Pokémon hat sich bereits entwickelt. Roserade kann sich entwickeln. Mega Evolution confirmed. Okay. Es war also kein Fehler, Roserade in deine Obhut zu geben, weil dank deiner Hilfe wurde Roserade zu einem Roserade. Das ist doch grenzgenial. Würdest du ihm gerne einen Spitznamen geben? Natürlich, was ist denn das für eine depperte Frage? Ich habe zuerst ein L gesehen, Name mit L. Keine Ahnung. Wir sind ein paar Namen durch den Kopf gegangen, aber ich weiß nicht. Du bist der Lars. Keine Ahnung. Der Lars. Keine Ahnung. Ach so. Lassi-Lili-Bi. Was? Bist du wirklich sicher? Ja. Okay. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert. Obwohl ich gar kein Elektro-Pokémon dabei habe. Schockiert, verstehst du? Dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt, weißt du? So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Ein fucking Roserade wurde zu einem Roserade, das kann man doch nicht glauben. Es füllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich geht es Roserade nicht anders. Der heißt... Wie habe ich ihn nochmal genannt? Lasi... Keine Ahnung, ich habe wieder vergessen. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Roserade zu kümmern. Warum sagst du immer Roserade? Warum schreist du eigentlich immer Roserade? Es macht mich wirklich froh zu sehen, wie freundlich du zu deinem Pokémon bist. Glaubst du es selber nicht? Wenn du das nicht wärst, ja, dann müsste ich Sachen mit dir machen, verstehst du? Aber ich kann das gar nicht aussprechen. Was willst du wirklich machen mit mir? Was war mit der Musik los? Stumm.
Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Aibe. Ich professoriere Pokémon, weißt du? Ich studiere sie nicht, sondern professoriere sie. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Deswegen war ich die ganze Zeit woanders jetzt, die letzten 4 Jahre. Aber das ist... We don't give a fuck. Um das herauszufinden, muss man mithilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Nee. Weißt du was, ich kann das den ganzen Tag tun. Also frage ich dich noch einmal, ne? Willst du Daten sammeln für mich? Okay. Gut geantwortet. Klaus hat den Pokédex erhalten. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert Pokémon-Taten, automatisch Daten, irgendwas, Pokémon, Pokédex, voll toll. Ich möchte dich bitten, überall hinzugehen, auch in die Häuser fremden Leutes, fremden Leutes sogar, nicht fremde Leute, Häuser fremden Leute. Häuser fremder Leute. Spasti, denk halt mal nach. Egal. Überall hingehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Und ich mach mich ab nach... Wie ist die neue Region? Aloha? Ja, ich gehe einfach irgendwo anders hin. Mach Urlaub, Party feiern und du machst die Arbeit, okay? Ich habe auch einen. Das interessiert keinen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Nein, schon wieder dieses Reflektieren. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du gedacht? Schreibe es auf in dein Portfolio. Ich bin bereits 60 Jahre alt. Das interessiert mich nicht. Das hat dich zu interessieren. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geh! Geh, Klaus! Geh hinaus in die große, weite Welt! Mein erstes Pokémon war Pampflum. Das interessiert keinen! Ja, hättest du dich für Pampflum entschieden, hätten wir jetzt die gleichen Pokémon. Hat man dir in den Kopf geschissen? Es gab kein Pampflum. Notice me, Senpai. Ich meine, deine Wahl war schon okay und so. Ich bin übrigens Lucia. Nobody's cares. Nobody's cares sogar, ne? Ich helfe dem Pokémon-Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, ja, wir sind uns irgendwie ähnlich, weißt du? Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Gar nicht so hochnäsig sogar. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Ich habe sonst keine Hobbys. Keine Funktion wollte ich sagen, Funktion erleben. Irgendwie fallen mir heute keine Wörter mehr ein. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Klaus. Sehr, sehr los. Notice me. Ich habe keine Freunde. Okay. So. Alter, es wird zu viel geredet hier. Klaus! What the fuck? Ich habe hier ein praktisches Item. Du sollst es mitnehmen. Das weiß ich leider auch, aber es ist so grenzgenial. TM 27. Die TMs sind auch random. Steht das jetzt hier schon? Okay, hier erklärt er noch Rückkehr und sowas, aber es ist eine andere technische Maschine, die OP ist. Und das Beste, eigentlich kann jedes Pokémon diese TM erlernen, rein vom Prinzip per Rückkehr. Und deswegen können eigentlich alle Pokémon die neue TM erlernen. Und das ist genial. Die Verwendung technischer... Aber wisst ihr was? Ich tue uns allen mal einen Gefallen und werde das jetzt einfach mal überspringen, kann man sagen. Einfach mal schnell durchgehen. Nun gar, ja, ich bin jetzt deine Mentorin und blabliblub. Ja. Ah, wieder so ein aufgezwungenes Tutorial, wie man das liebt.
Man liebt es so sehr, dass man diesem aufgezwungenen Tutorial, ähnlich wie in Indien, einen Heiratsantrag macht und es dann heiratet, ne? Oh, fast vergessen. Eltern Bescheid sagen und Professor Albe reisen, riesen, reisen wolltest. Pokémon Center, du machen tust. Tschüss. Und das Blöde jetzt auch noch. Wir müssen jetzt zurück zu Mama und dann wieder daher und dann nochmal aufgezwungenes Fangtutorial. Juhei. So, aber, wenn ich mich jetzt nicht irre, warum muss ich jetzt so reden? Ich weiß doch selber nicht. Gibt's ja jetzt schon Pokebälle zu kaufen. Also ab jetzt beginnt die Nuzlocke. So einfach ist es, ne? So, wir fangen 5. Noch ein. Man weiß ja nie bei random Pokémon mit der Fangrate. Also Leute, jetzt so gegen Ende vom Part kann es eigentlich jetzt fast richtig losgehen. Wir haben fast das Tutorial-Zeugs hinter uns. Dann können wir anfangen. Ja. So, und ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg zurück und werde dann meine 2 Pokémon fangen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nicht vergessen, ne? Die Pokémon, die wilden, da, die sind so, die wurden so gerandomized, dass die ungefähr die gleiche Stärke haben wie die Pokémon, die sonst hier sind. Deswegen kann hier kein Lugia oder so erscheinen. Oder? Nee. Kann nicht. Also unser erstes Pokémon, ein Petitzer. Yay! Petitza! Geil! Aber sehen wir es positiv? Sehen wir es wirklich positiv, ne? Wenn es sich entwickelt, haben wir ein Wasser-Pokémon. Und dann ist eine Feuerattacke nicht mehr so übel hier, ne? Also positiv. Ja, es ist irgendwie... hier gibt es eigentlich andere Pokémon. Das ist ein Randomizer. Und dann kommt ein Pokémon, das. Naja, aber ich glaube, die Fangrate sollte dementsprechend jetzt nicht so hoch sein, ne? Ein männliches Petitzer. Wie nenne ich dich? Na, Javolia ist mir spontan eingefallen, aber das interessiert mich jetzt nicht. Javolia, nee. Wie kann ich dich denn nennen? Schaue ich mich wieder um. Gibt's irgendwas, was ich benennen kann? Irgendwas? Oder dann Dickmaus, die Dickmaus. Ein Vergleich zeigt... warum zeigt er? Dass die Vorderzähne von Petitza und Ratzfratz gleich schnell wachsen. Dann nenne ich dich Ratzfratz. Ja, mir fällt gerade spontan nichts anderes ein. So, wir haben einen Ratzfratz. Wie schreibt man Ratzfratz? Fratz? Ich glaube mit Doppel-T, ne? Ratfratz. Gut. Vielleicht wird das jetzt mein Naming-Theme hier. Die Pokémon einfach nach anderen Pokémon benennen, einfach weil es Spaß macht. Naja, hast du das gesehen? Achso, du bist ja ein Tutorial-Mädel. Mit dir rede ich doch nicht. Nee. So, und ein Pokémon steht uns noch zur Auswahl, meine Lieben. Wahrheitsufer. Und dann, diese Morgen, besuchen wir unsere Mutter und dann mache ich Schluss, würde ich sagen, hier. Ne? Spalpini, ja. Ich war jetzt nicht so begeistert anfangs, weil es ist eigentlich, ne, wieder so ein Standardvogel, aber hier in dieser Generation ja nicht. Okay, jetzt müssen wir aber schnell sein mit dem Schwalbini. Autsch, Schnabel. Jetzt müssen wir auch aufpassen. Haben wir einen Trank? Ja. Ich muss jetzt einen Trank verwenden. Ratzfratz können wir ja nicht reinschicken. Oh Mann. Das ist jetzt gerade hier nicht so gut, ne? Schnabel. Es wäre geil, wenn wir dieses Ratzfratz, wollte ich es nennen, wenn wir es fangen könnten, ne? Mit Schnabelstep wäre eigentlich geil. Es ist vergiftet, ne? Und fast die Hälfte abgezogen. Also komm schon. Yes! Schwalbini, da bin ich schon zufrieden, ne? Ja, ich bin schon mit dem Team jetzt zufrieden. Gut. Für Schwalbini wurden Antrag und Pokédex angelegt. Ein Schwelblein.
Es ist sehr mutig und stellt sich auch starken Gegnern. Es sucht ständig nach warmen Regionen, deswegen ist es in Sinnoh gelandet. Die Schneeregion, die nördliche Region von Japan. Ergibt Sinn. Wie soll ich dich jetzt nennen? Wir lassen das jetzt einfach mit diesem Naming-Theme. Ich benenne sie nach anderen Pokémon. Bist wieder männlich. Wenn mir jetzt dieser Name einfallen würde, dort oben, von The Wind Waker, ein Spasti. Wie heißt denn der Vogel? Da schaue ich jetzt mal kurz nach, weil das passt ja hier, ne? Also, wir sehen uns gleich. Wird höchste Zeit, mal wieder Wind Waker zu zocken. Komoria ist da. Ja. Als ich den Namen wieder gelesen habe, da kam er mir bekannt vor. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Nein, nicht Basis. Knöpfe voll doof gelegt. Überlebt ist das? Wir können ja eigentlich jetzt gerade nichts machen. Das wäre ja sowas von beschissen hier jetzt. Oh. Wutanfall. Geil. Ich hoffe mal, hier ist es jetzt schon in dieser Generation. Das ist noch gerade so überlebt, sonst war's das. Geil. Geil. Er hat's überlebt. Komm, Mario, wie geht's denn dir? Jetzt schauen wir mal die neuen Mitglieder hier an. Ein Schwalbini, zaghaft, impulsiv und ist wieder alles. Warum haben wir so viele Frasssäcke? Rivalität? Das kann auch gut und nützlich sein. Kraftkolos. Alter. Das ist ja mal nice. Also jetzt freue ich mich. Kraftkolos, Alter. Voll das Überratsfratz. The Top Percentage Redditor. Versteht ihr. Okay. Dann gehen wir mal kurz zu Mutti. Die sollte eigentlich unsere Pokémon eh heilen. Und dann mache ich wieder hier Schluss. Willkommen zu Hause, Klaus. Ich hätte schon gedacht, du bist endlich mal gestorben oder wenigstens irgendwie weggegangen. Kommst nie wieder, weil du dich verlaufen hast. Aber nein, du musst wieder zurückkommen. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich bitte etwas aus. Was ist denn, Klaus? Nein, Professor Eibe hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe immer hinter dir. Wenn du vor einer Schlucht stehst, dann stehe ich auch hinter dir. Und dann, oh, ups, ich bin gefallen. Und dann fällst du runter und dann bist du weg. Oh, richtig, Klaus. Ich habe da etwas für dich. Tagebuch. Schreib bitte in das Tagebuch, dass du dich verirrst. Vielleicht verliebst du dich in diese Abenteuerreise und dann kommst du nie wieder nach Hause. Das ist ein Tagebuch. Falls du nicht weißt, was ein Tagebuch ist, da schreibst du Sachen rein. Ja. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt hast und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein. Du hast Pokémon dabei. Los, check endlich, wie geil du es hast mit deiner Abenteuerreise, dass du gar nicht mehr daran denkst, in dieses Kaff zurückzukehren. Ich wäre so gerne an deiner Seite, so nice wäre das. Ich mache nur Spaß, Schatz, wirklich, Klaus. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Verschwinde endlich! Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Geh endlich weg. Aber komm ab und zu nach Hause. Bitte nicht, aber ich muss das sagen. Denn ich würde gern all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Dann gebe ich ihnen Drogen, dass sie stärker werden. Und dann verliebst du dich vielleicht doch in das Abenteuer, weil du dann starke Pokémon hast und so. Und dann... Oh, hallo. Mutter von Jochen, wie habe ich dich nochmal gesprochen? Keine Ahnung. Hallo. Nein. Ich glaube, das war bei Sui und Jans Soulink, oder? Die haben ja die Mutter so wie mit einem russischen Akzent gesprochen. Also, nein, ich bin kein Kopierer. Also, kein Kopierer, ich bin ein Kopierer. Seht ihr nicht? So schaut ein Kopierer aus. Keine Ahnung. Ja, tut mir leid, aber kleiner Jochen hier, ist er her? Nee, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl aufgebrochen. So einen Sohn hättest du gerne, oder? Der verschwindet einfach und kommt nie wieder. Dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist so ein Dickkopf und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Klaus übernimmt das, ne?
Also geh jetzt endlich. Das machst du doch. Komm, Klaus. Was? Wirklich? Das würdest du für mich tun? Klaus, dann bring bitte das Jochen hier. Ein Paket. Ein Paket. Mach's gut, Klaus. Genieß dein Abenteuer und verschwinde endlich von hier. Ja, verschwinde. Nein, tschüss, wir werden dich vermissen und so. Aber so wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Jochen. Meinem Jochen. So. Na, endlich ist er weg. Party! Gut. Leute, das war's auch wieder von diesem Part. Mein Timer sagt schon wieder 27 Minuten wie der erste Part. So. Das ist bei mir, glaube ich, öfter so, dass die ersten Parts irgendwie immer länger dauern und länger brauchen als eigentlich geplant. Naja, egal, sorry. Auf jeden Fall war's das auch wieder mit diesem Part und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und dann werden wir sogar ein neues Pokémon wieder fangen. Und wir haben ein Graf-Koloss Bidizer. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hallo. Das ist voll OP. OP sogar. Das ist krass. Einfach nur krass. Und Komori haben wir auch. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wasch das, Leute. Macht's gut und tschüss und auf Wiedersehen.